Okay, du wolltest es so. Ich hätte dir die Chance gelassen. Oh shit! Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox. Willkommen endlich zu der 11. Folge zu Fallout 4 in VR. Leute, es ist soweit. Boah, ich bin schon richtig aufgeregt. Mir ist richtig heiß. Ich meine, die Sonne scheint wieder ein bisschen rein. Man sieht es ein bisschen. Es wird wieder warm und ich kann endlich wieder den Sommer begrüßen oder beinahe den Sommer. Wie dem auch sei, das ist ein anderes Thema, denn ich habe lang gebraucht, um ein bestimmtes Tool für Fallout 4 zu programmieren, und zwar das Claire Attachment. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber vorweg wird es ja dann ein separates kleines Einführungsvideo zu Claire geben, das ihr dann, wenn dieses Video dann online ist, ebenfalls anschauen könnt, um da dort zu sehen, was Claire kann, um ein bisschen Zeit zu sparen, denn wir haben ja nicht viel Zeit. Und deswegen, wir schauen mal, was uns heute erwartet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, wir werden viel mit Claire arbeiten. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geil die Idee geworden ist. Ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. So, Leute. Wir sind zurück. Nach dem ganzen Programmieren habe ich es schon ein bisschen vermisst, hier zu sein. Vor allem, dass Ghost wieder da ist. Ja, ich musste dich hercheaten. Keine Ahnung, was los war. Ich habe die Befürchtung, dass ich ihn irgendwann mal irgendwo warten gelassen habe und vergessen habe, ihn abzuholen. Wie dem auch sei, wir sind zurück mit einem neuen Attachment, Claire. Die meisten oder die wenigen eher sollten Claire von Ellie Dangerous kennen. Und zwar ist es eine Sprachassistentin, die durch Voice Attack funktioniert, mit der ich Sprachkommandos durchgeben kann. Das ist eine Sache. Warum ich das gemacht habe? Aus immersiven Gründen. Ich habe jetzt endlich einen Kompass. Den habe ich vermisst, aber fand es nicht immersiv, ständig einen Kompass durch die Gegend fliegen zu lassen. Klar, das ist auch nicht immersiv. Aber auch das Gegnermanagement. Und auch die Wahrscheinlichkeit, was alles im Großen und Ganzen zu bedeuten hat, seht ihr auf einem separaten Video, das ich oben verlinken werde. Aber bevor das passiert, nochmal kurz zur Erklärung, dass es wieder immersiv ist. Wir haben jetzt einen Scouter. Kennt man von Dragon Ball. Wie eine HoloLens, dem wir quasi das alles ermöglicht, um ein bisschen Hintergrund zu haben. Aber jetzt aktivieren wir sie und lassen die Sache für sich sprechen. Und dann geht's auch los mit der Quest, die folgt sein wird, dass wir Quartermastery recover the reflex capacitor at Saphir Ridge Camp. Ihr merkt, das Spiel ist jetzt auf Englisch gestellt, weil Claire nun mal Englisch spricht und das einfach einfacher ist, auch mit den Gegnertypen. Ihr werdet es dann merken. Ist für mich kein Problem. Englisch ist eigentlich schon eine etablierte Sprache. Sollte es sein. Dementsprechend kein Problem. Gut. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, funktioniert alles. Ich bin, wie gesagt, etwas aufgeregt. Bugs könnten entstehen. Aber das ist normal bei der Version 1.0.0. Okay. Activate Protocol Claire. Claire is activated and ready to take orders. Funktioniert. Funktioniert. Ja, wie gesagt, ich verlinke oben ein Video. Dann könnt ihr euch in den 3 Minuten kurz erklären lassen, was Claire alles kann. Da ich jetzt einfach nicht so viel Zeit verschwenden möchte. Und wir jetzt einfach mal zur Quest rüberspringen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und dann im Laufe des Spieles werde ich dann ein bisschen erzählen. Bis gleich. Leute, kann es sein, dass das Wasser jetzt abgepumpt wurde? Das wäre natürlich mega... Ja, Leute!
Das Wasser ist abgepumpt worden. Das heißt, wir können hier weitermachen. Dann können wir gleich mal testen, was Claire kann. Also, Claire kann uns Informationen über die Gegner geben. Ich habe ja einen Scouter, dementsprechend kann ich theoretisch, wenn ich nicht zu weit weg wäre, identifizieren, welche Gegner hier lauern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Raider sind. Ich zähle hier 4 Raider. 1, 2 und 3, 4. Gehen wir von 5 Raidern aus. Dann lassen wir uns mal einfach die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wir sind defenseless. Okay, dann gucken wir mal. Give me a combat chance. Ready for variables. 5 Raiders. Calculate. Environment value. Defenseless. Calculating. According to my calculation, there is a 105% chance to win this fight. There is absolutely no danger to fear. Danke, Claire. 105% sollte eigentlich, wenn alle Variablen stimmen, natürlich. Ich habe die Waffenstärke auf 50 gestellt. Kein Companion. Das sollte stimmen. Und Ghost zählt als nicht Companion, als kein Companion. Okay, dann versuchen wir mal, ob das stimmt. Claire, oh, warte, wir können ja noch Claire fragen. Openclapedia. What do you want to know? Raiders. The Raiders of the Commonwealth are organized into gangs of various sizes and follow a strict hierarchy based on seniority and ability within the gang. They can be found all over the region and viciously defend their turf from anything not in their gang, including super mutants, the Brotherhood of Steel, and other Raider gangs. The weakest of the Raiders tend to survive only a few hits. Okay. Hört sich schon mal spannend an. Die haben ja also quasi dieses Gebiet eingenommen. Okay, dann gucken wir mal, was wir machen. Also ich versuche jetzt einfach mal stealth-mäßig alle hier mal schön umzubringen. Denn, wie wir wissen, ist hier eine Batterie versteckt, die wir letztens nicht holen konnten, weil das ganze Teil ja unter Wasser stand. Diesmal haben wir jetzt die Chance. Muss jetzt nur wissen, wo die Gegner versteckt sind. Da hinten ist noch meine Power Suit. Da unten ist wieder. Ah, ich habe keine Sniper. Das ist halt schlecht, sonst könnte ich hier auf Long Range machen. Das würde auch. Oh, da ist noch mein Lurker. Long Range machen, dann hätte ich eine bessere Chance. Nummer 1. Dann versuchen wir jetzt da runter zu gehen. Ghost, ich hoffe, du verrätst mich jetzt nicht mit deinem Bellen. Das können wir jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ja, okay, das ist eine dumme Idee, ich weiß. Von der Entfernung, das ist halt einfach. Ich habe keine Sniper. Es ist einfach nur dumm von mir. Na gut, was soll der Geiz? Los geht's. Bisschen Action hier. Oh, fuck.
muss auf meine Energie achten. Kommt gleich einer hoch. Ich bin echt ein bisschen außer Übung, kommt's mir so vor. Na, komm. Wow, 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 wow. Komm, 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 komm. Hm. Drei Gegner. Ziemlich schlecht von mir. Ah, was ist das? Alex, das ist keine Deckung. Komm, 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 komm. Irgendwie in Deckung gehen. Das ist auch keine Deckung, Alex. Und Munition geht auch langsam aus. Oh, was habe ich mir nur dabei gedacht? Bei mir ist jemand. Den Hammer. Ich glaube, gleich müssten wir alle haben. Immerhin etwas Munition. Quick Save. Ha, Ghost, gut. Laut Radar ist oben einer. Den holen wir uns später. Mit dem offenen Feld. Puh. Ja, das nennt man Munitionsverschwendung. Aber wir kommen ja neu dazu. Ach, schön, dass hier kein Wasser ist. Noch ein Danger. Oh, fucking my Lurker. Hier ist nichts. Oh yes, Munition. Pause, bisschen Ruhe vor dem Sturm. Da unten geht's schon mal weiter. Wahnsinn, wie gesagt. Meierlager, höre ich einen Heli? Auf jeden Fall Meierlager. Ich weiß nicht welche. Okay, das sind 5 Meierlagers. Ich muss mal kurz gucken, ob alles gut eingestellt ist.
von der Waffenstärke. Denn wir haben eine Waffenstärke von 43. Ich gehe immer vom Durchschnittswert aus bei zwei Waffen. Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe ja hier eigentlich noch die Shotgun. Noch genug. 120 und 40. 160, 80. Ja, das heißt, ich muss den Wert auf 80 hochstellen. Lass mal gucken, ob wir das ohne Fehler hinbekommen. Enter Setup Combat Chance. Enter Setup Combat Chance. Entering Combat Chance Setup. Kurz auch in die Pause. Okay, dann müssen wir nicht überlegen. Set Player Weapon Damage. Set Player Weapon Damage. Give me the value. 80. 80. 81. Wrong value. Please try again. 81. Player weapon damage set with a value of 81. Good. Set companion count. Set companion count. Set companion count. Give me the value. 0. 0. Abort. Wrong value. Please try again. Abort. Affirmative. Reset companion count. Companion count has been resetted. Current companion count. Current companion count is set to 0. Gut. Dann haben wir den Schaden. Exit setup combat chance. Exiting combat chance setup. Okay, das haben wir eingestellt. So, jetzt muss ich gucken. Wir haben 5. Give me a combat chance. Okay, give me the variables. 5 mile lurker. 5 mile lurks. Calculate. Calculate. Environment value. Around building. Calculating. According to my calculation, there is only a 31% chance to win this fight. You should consider to recalculate the situation. 31%, Leute. Siehste, ich wäre jetzt da einfach durch. Oh, ja, My Lurkers, die mache ich easy fertig. Aber 31? Das ist schon heavy. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Aber auf jeden Fall... Oh, fuck. Oh je, das war knapp. Fast runtergefallen. Kurz aufstehen. Gucken, ob das Licht geht. Oh, shit. Ups. Das wollte ich gucken. Licht geht. Okay. Wo ist die Mitte des Raumes? Da ist die Mitte des Raumes. Okay. 170 Schuss. Los geht's. Da unten und da. Der wird von da überrennen. Oh, der hat mich schon gesehen. Okay. Let's do this. Eine Sniper bräuchte ich. Langsam mal. Ne? Komm schon. Scheiße! Habe ich gespeichert? Nein, habe ich nicht. Quick save. Oh Mann, ich bin so... Ich fühle mich so unvorbereitet.
fühle mich zwar wie so eine Ein-Mann-Armee. Oh, aber ohne Skills. Komm. Durchrennen, 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 durchrennen. Oh Mann, es ist schon anstrengend. Oh fuck. Das war knapp. Nämlich richtig erwischt. Und den habe ich gar nicht gesehen. Ich komme mir vor wie so ein richtiger Amateur. Aber so richtig. Ich hätte meine Waffenwahl überdenken sollen. Nicht du. Und das alles nur für eine Batterie. Doch ein Wahnsinn, ist doch des Wahnsinns. Schuss. Oh ja, Asset. Also nicht die Droge, sondern eigentlich doch. Da ist sie. Die fucking Batterie. Okay. Komm her. Yes. Okay. Jetzt müssen wir nur noch hier lebend rauskommen. Quick save. Du wirst sterben. Das war doch, glaube ich, der da unten, oder? Ah, unten. Der hat sein Bein verloren. Ich habe mir das alles ein bisschen schöner vorgestellt, jetzt wo kein Wasser da ist. Aber so toll ist das gar nicht. Fuck, ist das dunkel. Könnt ihr was erkennen? Ja, da hinten, ich sehe ihn. Ist es der? Laut Radar schon. Hä? Und wo kommen die Schüsse? Puh.
Es war knapp. War nicht schön. Aber es hat Sinn. Sinn. Zweck erfüllt. Wo ist der andere? Der läuft da rum. Oh shit. Da wollte ich jetzt nicht rein. Betreib. Warum schreien sie denn so? Oh Mann. Ich will nicht zu den Mylarks. Softshell. Softshell. Legendary. Nee. Das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von knicken. Softshell. Mal gucken, was Claire dazu sagt. Give me a combat chance. Okay, give me the variables. Two softshell Mylarks. And. And. One legendary Mylark. Calculate. Calculate. Environment value. High ground. High ground. Calculating. According to my calculation, with a chance of 55%, this fight could end well. 55 ist nicht hoch. Zudem, dass sie halt sich gut schützen können. Die sind jetzt gerade keine Bedrohung für mich. Und ich glaube, sie hat größere Probleme, wenn die auf sie losgehen. Ja, mach dich ruhig aufmerksam. Guck, dass du selber rauskommst. Wir haben, was wir wollen. Eine Machine Gun. Okay. Aber mehr ist hier auch nicht. Keine Ahnung. Oh nein. Boah. Und dann auch noch keine Munition. Okay, du wolltest es so. Ich hätte dir die Chance gelassen. Oh shit! Komm. Puh. Noch eine Submachine Gun. Nice. Sie hat doch gelohnt. Eine bessere Hose? Warum nicht? So, jetzt komm, Ghost. Die lassen wir in Ruhe. Ich meine, einerseits ist es ganz gut, dass wir die Energie sehen von den Gegnern. Einerseits gut, aber einerseits ist so, ja, heißt, ich bin im Zwiespalt. Ich finde, das halt auch die Immersivität zerstört. Aber ich würde es, wie gesagt, mit dem Scouter erklären und mit der KI. Und dann macht das alles auch wieder ein bisschen Sinn. Meiner Meinung nach. Oh, ich will hier raus. Zurück zur Oberfläche. Thank you.
Muss ich gerade überlegen, was Bobby Pins sind. Got it. So, dann hoch. Hoch mit uns. Mittlerweile schon dunkel. Haben wir es eigentlich gerade noch so geschafft? Weil ich glaube, jetzt anzugreifen wäre ein bisschen sinnlos. Da ich nichts sehe. Und die einfach in der Überzahl gewesen wären. Ja, gehen Sie vor. Aber wir haben es ja überlebt. Wo ist eigentlich unser Freund? Oder will ich das überhaupt wissen? Die haben den bestimmt gefoltert. Wow. Juch. Scheiße. Schinken. Wir haben sich schon mal gut ausgerüstet hier, muss ich sagen. Komm, steh auf. Wir haben sich hier ein schönes Nest aufgebaut. Schön noch alles looten. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Sehen wir uns nochmal den Sternenhimmel an. Und ich würde sagen, also, es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert mit Claire. Ich bin zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Es hat die ganze Sache noch einen Tick spannender gemacht. What time is it? So, dann würde ich mal sagen, mache ich hier Schluss. Und wir sehen uns zur Abmatte. Oh, Leute, das war echt gut. Na gut, was heißt gut? Ich schwitze und ihr seht, wie schlecht man auch spielen kann. Aber Claire hat funktioniert. Es gab keine Fehler und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Ich bin so heiß auf Claire, also im symbolischen Sinne. Und ich hoffe, das kann auch weiterhin noch so funktionieren und die Spannung noch ein bisschen erhöhen. Gerade mit der ganzen Berechnung und alles zu überdenken und was sie uns dann noch erzählen kann über die gewissen Kreaturen. Leute, das wird noch spannend. Für den Anfang, denke ich mal, reicht es erstmal. Wir werden dann im nächsten Mal, denke ich mal, zur besagten Mission gehen. Aber für eine kurze Einführung war das eigentlich mega ideal. Wir haben uns ein bisschen dumm angestellt, oder ich zumindest. Aber es passt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.